Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Finale der TFT-EM. Jetzt sagt ihr, warte mal, Finale, wo war denn der Rest? Na, der Rest war bei You Better Know Me. Und das ist quasi der freundliche Reminder, endlich auf Twitch dein Follow dazulassen, weil der viel zuverlässiger ist als ich. Weil ich habe das Weltmeisterschaftsfinale in League of Legends mir angeschaut und dementsprechend leider 2 Tage verpasst von TFT, weil die das natürlich auf dasselbe Datum legen. Bei der TFT-Europameisterschaft hat es das direkt vorweg, Solo-Gesang, leider nicht geschafft, sich jetzt für das Finale, also für den 3. Tag und damit die Top 8 zu qualifizieren. Und ist für seine Verhältnisse extrem früh als 26. rausgeflogen. Hatte der noch eine Chance auf die WM-Quali? Ja, nee, Solo-Gesang habe ich tatsächlich schon mehrfach jetzt auch verschiedene Leute gefragt, weil ich es einfach nicht verstehe. Es ist leider sehr kompliziert, wie diese Qualifikation funktioniert. Wir haben da letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Es ist zum Zuschauen ja ein bisschen blöd, dass es so kompliziert ist, aber es ist competitive sehr fair, ne? weil es halt ja einen Zufallsfaktor gibt in TFT und deswegen ist es ganz gut, dass man sich auch über die Gesamtwertung, über ganz viele Turniere hinweg qualifizieren kann. Aber Solo hat da leider dieses Mal nicht ganz genug Punkte gemacht. Das ist natürlich extrem bitter. Mit Elia haben wir allerdings einen deutschen Vertreter jetzt im Finale dieser Europameisterschaft und der hat auch Chancen zur WM zu fahren, weil die Top 4 dieser EM, die schicken wir einfach direkt zur WM. Weil die haben ja sehr gut performt. Und das will Elia schaffen. Leider sind wir auch schon bei Runde 3 dran. Das liegt daran, dass mein Koffer nicht rausgegeben wurde in Berlin. Und ich deswegen ein bisschen Ehrenrunde am Flughafen treten durfte. Und das morgendliche Aufstehen um 6:45 Uhr, was sich gar nicht gelohnt hat. Was ein bisschen schade ist. Das ist wirklich gemein. Ja, es war schon ein bisschen Mobbing. Aber es war ja gar kein Problem. Es gab ja Gott sei Dank keine lange Afterparty, auf der ich war. Also ich war ja wenigstens topfit. Ja. Und damit gehen wir mit diesem. Hallo? Dein Mikro ist mir jetzt verloren gegangen. Ich bin mir unsicher, ob das an mir liegt oder an dir. Also bei mir war alles schwarz. Alles klar. Ich hatte eine Black Screen, also quasi der große Bruder vom Blue Screen. Ja. Oh, okay. Den muss man ja. Okay. Ich habe technische Probleme. Alles gut. Ich tappe einfach nicht mehr raus. Ihr müsst selber gucken, auf welchem Platz Elia ist. Wir haben aber ein Mage-Emblem hier bekommen und dadurch auch den Galio 2 sehr früh combined. Oh, wir kriegen jetzt noch ein Galio. Es wird Galio 3-Star hier. Ja, der Spot sieht auf jeden Fall vielversprechend aus für Elia. Also, der ist ja wirklich der, der das mit eingeführt hat in die deutsche Szene, das gute Reroll wünschen. Das hat er sich auch immer sehr viel zu Herzen genommen. Hat allerdings die letzten Tage mit am meisten Kalista gespielt, auch sehr erfolgreich. Also hat ihn, er war gestern, lag eigentlich weit zurück noch und hatte dann einige sehr gute Spiele, auch in schwierigen Spots. Also sieht erstmal vielversprechend aus, aber ich glaube, was er tatsächlich mit am besten kann, sind tatsächlich diese Reroll-Boards. Und da zählen wir das Mageboard natürlich. Was ist das denn? Das ist ja aber auch illegal. Ari 2 in 2-1, Entschuldigung. Why are you cheating? Das ist wirklich unangebracht, Gobusteur. Vor allem tatsächlich natürlich dann auch noch mit dem guten Augment, mit Higher Education. Ah, sieht vielversprechend auch für den Franzosen aus. Ist, finde ich, immer ganz nett, ne? Gobusteur ist so dreiviertel Caster und zwischendurch dann aber auch offensichtlich ziemlich guter Performer. Also hat zum Beispiel das chinesische Invitational zwischendurch gecastet. Also er scheint sehr enthusiastisch zu sein. Hab allerdings auch gehört, dass er diesen Enthusiasmus teilweise auch in negatives Feedback im Ingame-Chat. Aha, da bin ich natürlich immer sehr interessiert dran, wie die Menschen sich in der Solo-Queue verhalten. Ne? Also kleiner Shoutout geht raus an dieser Stelle an alle Deutschen, benehmt euch. Ne? Haben wir aber mittlerweile, finde ich, auch ganz gut im Griff. Gut, im Griff haben wir auch den Blitzcrank 2, der kam jetzt ehrlicherweise ein bisschen überraschend. Aber wir sind ja Level 3 geblieben, also wir bleiben hier auf erstmal in No-Level. Was uns die Option gibt, im 3-1 möglicherweise für Soraka Seraphin zu rerollen. Das ist quasi der eine Play, der andere wäre Weiger Vex. Was hast du mehr gesehen jetzt in den letzten Tagen? Ich konnte ja leider gar nichts schauen. Ja, die One-Cost mehr, aber du hast natürlich völlig recht. In den vergangenen Patches war es lange Veigar, der da immer gererollt wurde, aber es ist einfach sehr verlässlich, hier Soraka und Seraphin zusammenzukriegen. Und man spielt normalerweise eh nicht unbedingt für den Sieg. Das ist halt der Unterschied, ne? Mit den Mages. Vorher war es ja so, wenn man Veigar 3, Vex 3 getroffen hat, man die Lobby gewonnen. Jetzt ist eher so, man trifft halt zuverlässig Soraka 3, Seraphin 3 und wird halt Dritter. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Jetzt klingelt es bei mir. Das ist doch sehr passend. Da würde ich kurz an dich abgeben, weil ich war ja schon zu lange da.
Alright, dann erzähle ich euch kurz, was sonst so in der Lobby passiert. Also Max Fun, der hat hier Open Fort laufen mit Double Down, also der versucht maximal Geld zu sammeln. Dann haben wir Stinky Abuser, direkte Konkurrenz aus Polen, wie gesagt, für Elia. Wir wollen ihm nichts Schlechtes wünschen, aber wenn Elia vor ihm ankäme, wäre trotzdem gut. Dann haben wir, also bei ihm haben wir tatsächlich Trake Deck, da der wird irgendeinen Reroll spielen und mit den Items, die er hat, ist es höchstwahrscheinlich Multistriker. Dann haben wir Jedusor, der hat blöderweise einen Blitzplank 6-mal jetzt schon getroffen. Der könnte also da tatsächlich Elia ein bisschen vor Probleme stellen. Aber wir gucken erstmal auf den Fight von Elia. Der ist allerdings nicht so aufregend. Auf der anderen Seite Double Down. Wie gesagt, Maxfan möchte hier 5 Losses mitnehmen und maximales Streak aufbauen, um da maximales Geld zusammenzunehmen. Dann jedes Tor. Wie gesagt, mit dem Hunter-Setup, mit dem Blitzgang vorne, der wird dann später noch ein bisschen switchen. Hat das gerade zu tun mit Double? Der seine Winstreak verliert. Der spielt das Lilia Hero. Man wird also bei Bastion Champions wahrscheinlich bleiben. Hat schon 5 Lilias und hilft insofern vielleicht ein bisschen Elia beim Rauskaufen von One Cost Champions. Und für Double natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er hier die Winstreak nicht behalten hat. Dann können wir noch weiter gucken auf Voltarius. Der ist mit Three's Company gestartet. Der hat also 3 Cost Champions bekommen am Anfang und spielt momentan den Mordekaiser. Damit also 3 Eldritch und 2 Vanguard auf dem Board. Ist erstmal so zwischendurch ganz gut, aber noch keine klare Richtung. Und tatsächlich der Einzige mit einer Winstreak momentan ist Kobo Stör, den wir am Anfang gesehen hatten mit der Ari 2. Der hat also wirklich ein gutes Opening hier. Okay, gucken wir zurück zu Elia. Der findet seinen 5. Galio. Hat auch schon eine Wechsel, also das sieht natürlich schon vielversprechend aus. Man muss immer so ein bisschen überlegen bei diesen Reroll-Geschichten. Ist es besser, erstmal nur die Champions zu suchen, die man braucht? Also in dem Fall jetzt Soraka und Seraphine vor allem. Oder kauft man die teureren Champions auch schon? Also kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man sein Geld jetzt schon investiert, zum Beispiel in die Vex. Aber ich denke, Elia wird hier erstmal ganz zufrieden sein, Galio und Vex schon gefunden zu haben. Man kann dann natürlich auch Level 5 holen und eben den Galio nebenbei auch fertig machen. So, da bin ich wieder. WB. Ja, es ist generell, also auch die frühen Galios sind auch immer so ein Kostenpunkt einfach. Ne? Also er hat halt hier in 2-1 schon mit 4 gestartet. Galio Streak ist auch ein bisschen merkwürdig als Unit grundsätzlich, weil wenn wir uns mal angucken, wie der scaled, die Stun Duration wird nicht erhöht. Also die Flat Damage Reduction geht hoch, die ist ganz nett, vor allem in Rageblade Matchups, aber ansonsten kriegst du nur mehr Damage und das dann 115% Scaling. Mal 2 quasi, weil er ja 2-mal castet, auch wenn das 2. Mal halt eben schwächer, aber ab 7 dann halt auch nicht mehr. Ja, und das ist ein bisschen weirderes Scaling, sag ich mal. Da haben andere Frontliner einfach, ja, mehr Scaling, besseres Scaling, möchte ich sagen. Ja, würde ich voll mitgehen. Tauscht jetzt hier tatsächlich aus, nimmt den Rumble mit rein, kriegt dadurch natürlich Sugarcraft mit rein. Und Blitzcrank hatten wir gesehen, ist in der Lobby einfach contested. Also sonst kann man natürlich auch einen von den One-Cost- Vanguard Champions mitrollen mit den Mages. Das kann sehr stark sein für die Frontline. Ja, zusätzlich macht er dadurch jetzt auch noch 30 Gold. Aber ich bin auch ein großer Verfechter von Blitzcrank in der Mage Reroll Comp, weil Blitzcrank einfach dann 2-mal ultet und das ist einfach sehr unfair, weil der hat tatsächlich ein recht interessantes Scaling. Der hat ein 225%iges AP Scaling schon auf 2-Star und gleichzeitig auch noch ein 50% Health Scaling. Das heißt, da kannst du auf dumme Schildwerte kommen. Und Mana ist ja nicht mehr locked. Also es wurde ja vor einiger Zeit geändert. Das ist schon attraktiv. Jetzt kommen wir hier leider nicht mit 3 Wins durch. Ne? Das wäre echt super gewesen. Da kann die Soraka das sogar gewinnen. Und dann, da ist die Metami. Oh, call an ambulance, but not for me. Es ist ja mega stark. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen vor dir, verrückterweise. Wahrscheinlich die Black Screens delayed oder so, oder? Es ist also schon. Grundsätzlich bin ich jetzt bei 12, 11. Ja, 10. Ich bin 6 Sekunden vor dir. Ja, also es ist aber auch mittlerweile ein einziges Meme. Du musst dir vorstellen, wenn ich Formel 1 schaue, dann ist es so, dass quasi Carina vor mir ist, weil ich habe Wow und sie hat Sky. Ne? Das wäre ja noch vertragbar. Jetzt hat die Frau allerdings einmal nicht auf Sky gucken können, sondern auch auf Wow und war trotzdem 10 Sekunden vor mir. Das heißt, sie hat mir selbst an dem Tag, wo sie offiziell nicht vor mir war, trotzdem alles spoilern können. Also vielleicht habe ich einfach eine Special Leitung, die auf alles Delay hat, weil das erstmal durch den deutschen Staatsschutz durch muss. Durch die Flüsse, die da in eure Vororte führen. Das ja, oder das, Sinn. Ja. Oh, wir haben actually weil gesellt. Also das war genau das Thema, was du eben angesprochen hattest.
Finde ich schön, dass wir hier direkt ein Beispiel hatten. Und er... Das war Mist. Das spielt man nicht so. Das kannst du mir noch nicht sagen. Was ist passiert? Ich habe es nicht gesehen. Er hat den Charme für 2 gekauft, den 2 XP gibt, ist dadurch Level 5, ohne Gold ausgeben zu müssen, aber hat dadurch actually auch keine Chance auf Level 4 zu rollen. Ja, bin ich mir also unsicher. Ich habe es auch überlegt, aber also dadurch, dass wir schon so viele Gaios haben, finde ich, wir können hier, also du hast natürlich völlig recht mit deiner Argumentation bezüglich des Gaios, der hat natürlich trotzdem mehr Lebenspunkte. Also ich glaube, er will vielleicht einfach Gaio 3 auch holen. Und theoretisch gibt es natürlich auch die Option, einfach zu leveln. Also wir haben ja sehr wenig Sorakas, Seraphins, also ja, bietet sich auch nicht richtig an. Aber was ist denn dann das Out? Weil es ist ja offensichtlich auch nicht Weiger, weil den hat er ja auch gesellt, als er aus der Box kam. Was ist dann das angespielte Out in der Mage-Line? Ja, also theoretisch ist Namin ein guter Carry und auch Nora, aber es ist halt weniger verlässlich, ne? Was haben wir denn? Wir haben Spellcrit und Nashus, also wir haben auch tatsächlich noch gar kein Mana-Gain. Und jetzt rollen wir aber. Ich denke, er wird gucken bis... Oh, ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir jetzt noch ein bisschen chillen. Ich hätte gedacht, dass wir bis 4-1 warten, wie viele Sorakas wir unterwegs sehen und dann im Zweifel rollen. Boah. Ja, also der Spot ist auf jeden Fall deutlich schlechter geworden jetzt. Also, aber du magst auch recht haben. Elia ist jemand, für den das auf jeden Fall emotional ziemlicher Stress ist hier, diese Wettkämpfe. Es kann auf jeden Fall sein, dass er da zwischendurch einen Fehler drin hat. Und aber da würde ich auch immer... Runden, also wenn du es nicht fühlst, Stress. Dann ist es okay, ne? Also weil ich... ist nicht meine Lieblingsline. Habe ich nicht so viel gespielt. Kenne auch die Outs nicht so gut. Ja, also ich glaube, dass Elia relativ viel Mages gespielt hat, hat vorher auch ganz gerne die Mages, die Vega-Vex-Variante gespielt. Also ich denke, er fühlt sich da sehr wohl. Ich denke, er findet einen Weg so, aber also ich glaube, er wollte jetzt schon am liebsten hier einen Mage, also ein Mana-Item haben und dann irgendwie considern, zumindest Soraka 3, Seraphine 3 zu machen. Und ich denke, dass ihn vielleicht der Charme wirklich daran gehindert hat. Ja, schwer zu sagen. Also auch generell, also in 3-1 tief rollen, macht aus dem Spot auch voll wenig Sinn, muss ich dazu sagen. Weil du hast ja nur 3, ne? Also wie du gesagt hast, du bist ja 6 off Soraka und Seraphine. Die hittest du dann auch nicht. So, also normalerweise sagst du ja, du kannst bis 30 Gold runterrollen, das ist auch richtig. Aber warum solltest du es tun, wenn auf 30 Gold du auch nicht viel glücklicher sein wirst? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendwo relatable und vielleicht war der Charme dann tatsächlich auch der Moment, wo er sagt, na gut, da muss ich nicht 4 Gold ausgeben, aber kann in 3-1 meine Winstreak halten. Problem daran ist, hat er nicht. Ja, also was mich irritiert hat, war eher, dass er dann einen 3-2 geholt hat, nachdem die Winstreak dann auch weg war. Da habe ich es nicht mehr so richtig gesehen. Aber gut, Double auf der anderen Seite, hat eine Menge Poppies, Zoes rausgekauft, aber vor allem auch Lilias, ist damit natürlich unendlich stark gerade. Aber bedeutet auch, dass One-Cost-Treffen eigentlich für Elia auf jeden Fall noch drin ist. Wir können ja mal im Karussell einmal durchgucken. Ja, voll gerne. Machen wir im Uhrzeigersinn nach Minimap? Mhm. Können wir sehr, sehr gerne machen. Was die alle so treiben. Und wir sind ja jetzt hier gerade schon links oben. Das haben wir also quasi schon mal abgehakt. Das ist nämlich gut. Der Spot von Elia. Dann machen wir oben weiter in der Mitte. Da ist Maxfan unterwegs und der spielt Open Fort, Double Down und will dann die Transition wahrscheinlich in Kalista reinmachen. Ja, hat auch schon ganz gute Arcana-Items, wird vielleicht jetzt das erste Raid-Bread secure und oben rechts haben wir ein Eldritch-Sport, das soll Eldritch 7 werden. Wir gucken bei Sündhard jetzt 12 Ks, kann man durchspielen. Und dann sind wir rechts in der Mitte im Multi-Striker-Board, was sehr erfolgreich war die letzten Tage. Ja, und er hat natürlich mit Trade Sector gute Chancen, das alles zu treffen, also ich glaube Stinky Abuser. Geht davon aus, dass das klappen könnte. Double rechts unten ist aber noch ein bisschen besser aufgestellt. Der hat mich zusätzlich Raid-Boss für die Lilia, was natürlich eine insane Augment-Kombination ist. Die gibt es allerdings auch unten in der Mitte. Kobus Dörr hat nicht nur Education, sondern zusätzlich auch noch Scholar. Und wir kriegen ein bisschen extra Zeit, uns das anzugucken mit einer kleinen Pause. Jedes Source disconnected, okay. Also Scholar, Crest und Higher Education ist natürlich sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir die richtigen Leute anklicken, um da links weiterzukommen. Das ist Darkness erstmal. Okay. Der hat ein Shapeshifter-Board. Ja, das ist eine der stärksten Comps, die man momentan natürlich spielen kann. Also extrem starkes Late-Game-Out wissen wahrscheinlich die meisten. Man möchte am liebsten 8 Shapeshifter hinten rausspielen, aber meistens sind es 6. Man spielt dahinter Smolder und Briar kommt eben dazu. Und das Problem ist nur, man muss lange noch überleben, aber Darkus hat noch 82 Lebenspunkte, also ganz gute Chancen, da anzukommen. Er hat vor allem auch 6 Shyvanas pretty much for free, no?
Also, habe ich gar nicht gesehen. 46 Gold ist sehr ungewöhnlich mit 6 Shivanas. Das heißt, der also, könnte auch auf 6 weiterrollen, ne? Ja, denke auch, hast du völlig recht. Also, zumal er keine Items für die hat, es ist eigentlich die ungewöhnlichere Line, aber wenn es so geschenkt wird, macht man es natürlich vielleicht trotzdem fertig. Schon böse. Also, finde ich interessant. Und dann haben wir Yedusor und der hat eine Jinx 2, aber 7 Blitzcranks und 30 Gold. Also, der hat gerollt, weil der eigentlich vielleicht nur eine Kog'ma spielen wollte. Mhm. Kann ich mir vorstellen, weil die Jinx hat auch randomized Items. Und der Kog'ma hat, also das sieht weird aus, aber es ist actually, Spear ist für viele besten Slot auf Kog'ma. Also er hat vor allem Epoch auch. Mit Epoch will man natürlich eigentlich durchleveln und am Anfang einfach nur leveln und ein paar Upgrades hätten. Ich möchte an der Stelle einen Shoutout an Elia geben, ne? Wegen dem Chat. Das finde ich schon sehr cute, dass er sich in dem Moment bei all dem Stress auch noch Sorgen darüber macht, ob sein Konkurrent denn picken konnte. Finde ich mad impressive. Das stimmt. Good shit. Ja. Sehr sympathisch. Elia sammelt Karma-Punkte. Ja, die werden wir brauchen heute, fürchte ich. Ja, sein Start, das muss man echt dazu sagen, wäre jetzt nicht so gut. Ich tappe nochmal raus, Leute. Also, Black Screen is coming. Ich weiß echt nicht, woran das jetzt liegt. Aber ist okay, weil Elia ist aktuell leider Siebter mit 6 Punkten. Hat aber auch nur 6 Punkte Abstand auf den Ersten. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre einer vorne komplett wegmarschiert. Und jetzt wäre es schon völlig übel drüber. Ich probiere mal ein bisschen hier mit Video-Settings ändern, Leute. Vielleicht hat der Border das einfach nicht gespeichert. Hat er nicht. Fantastisch. Jetzt funktioniert's. Danke. Sehr gut. Ja, also nicht so ein guter Start insgesamt, war es vor allem ein bisschen undankbar. Spots sahen beide eigentlich ganz okay aus und am Ende wurde es dann jeweils nur ein Sechster. Da war natürlich die Hoffnung auf mehr. Aber ja, noch nicht aller Tage Abend. Und wie gesagt, vor allem relevant sind Stinky Abuser und Yedusor. Die wollen wir am Ende auf dem Achten sehen nach Möglichkeit. Ja, also Max kam in mein Game und sagte, er muss nur vor Max-Fun sein. Und dann sei alles gut. Und das ist ja eine wilde Info, weil die habe ich ja noch gar nicht irgendwo gehört. Er muss nur vor Max fahren sein? Das war die Aussage von Max. Aber Max hat auch gefragt, wie läuft es bei Elia, obwohl alles gepinnt ist mit Punkten. Also vielleicht hat er einfach einen Off-Day. Komplett desorientiert, der Typ. Vier Punkte vor Max fahren gibt es, ja, das stimmt. Das ist deswegen momentan natürlich das Wahrscheinlichste, weil Max fahren so weit hinten ist. Aber 4 Gesamtpunkte, ne? Da reden wir dann über. Ja, also heute 4 Punkte, weil er dann die 4 Punkte aufholt. Ja, aber wie viele Punkte kriegst du denn hier? Weißt du, was ich meine? Nee, wegen der Tag 1 und 2 Performance. Oh. Ich glaube, das ist das Rating durchschnittliche Performance. Also es geht um tatsächlich 4 Punkte, in dem Sinne, ein erster Platz gibt 8. Ja. Und er muss dafür vorne sein. Das ist ja sehr kompliziert. Und er ist 3 Punkte momentan vor Max Fun. Also die ist deswegen momentan die beste Variante, weil Max Fun so weit hinten steht. Aber wie gesagt, vor Stinky Abuser oder Yedusor sein ist eben auch eine Variante. Ja, okay. Also wir haben mehrere Win-Outs für die WM. Mhm. Das ist ja schon mal gut zu hören. Wir haben das leider nächste wäre einfach EM gewinnen, okay? Ja, das hilft natürlich auch. Top 4 würde auch reichen. Hey Leute, ich habe hier übrigens so Probleme in meinen Augen, weil ich die ganze Zeit niesen muss. Also meine Nase läuft die ganze Zeit. Das ist nicht vom Koksen, keine Sorge. Das ist tatsächlich einfach aus der Erkältung geschuldet. Aber deswegen sehe ich ein bisschen witzig aus. 6 Orakas, die nehmen wir erstmal, ne? Das ist gar nicht so bad. Ja, es hat sich jetzt gut weiterentwickelt, kriegt auch einige Gaius. Will sogar jetzt noch ein bisschen weiterholen. Das ist ein bisschen gierig. Boah. Aber die Hits sind crazy. Nehmen wir mit. Na gut, so kann man das spielen natürlich. Port der Gier. Schön. Also, finde ich wirklich abenteuerlich. Das ist so ein bisschen so, wie ich spielen würde, ne? Oh, na, ich habe jetzt, also Herz der Karzen, ich habe jetzt schon viele, viele Gaius getroffen. Wenn ich jetzt rerolle, treffe ich safe noch einen. Ja. Also, ich meine, im Endeffekt hat er jetzt nur ein Zinsgold gedroppt. Also, he did really good. Hat auch keine lange Loose Streak, die er da irgendwie jetzt torpediert oder so. Also er ist da wirklich gut unterwegs so far. Und auch der Fight sollte jetzt kein Problem sein. Weil ich habe den Galio natürlich geflamed, aber
Three-Star Units sind doch einfach verdammt tanky erstmal. Also, das geht schon. Ja, man darf natürlich immer für Charms rollen, ist richtig, aber man kann natürlich sein Geld auch zusammenhalten und Safer Soraka 3 und Seraphine 3 treffen. Kann man schon beide Seiten beleuchten, aber it's fine. Hat auf jeden Fall gut funktioniert, die Hits waren natürlich so oder so crazy. Und jetzt sollte er eigentlich ein paar Fights in Folge gewinnen können. Ich denke aber, dass wir trotzdem für die Soraka noch ruhen und das ist natürlich jetzt dann trotzdem gleich nochmal spannend. Ja, wie gut performt denn Mage Rumble? Also ist das ein Placeholder oder wollen wir den hier auch noch 3-Staren? Ja, ich glaube, wenn es kommt. Naja, also Sugarcraft mit drin zu haben, ist einfach sehr reizvoll, weil man ja Soraka carried und die hat natürlich den Sugarcraft-Bonus. Also ich guck mal gerade. Das zweite Study Hard. Das fängt sich jetzt an zu lohnen. Ja, also Rumble 3 mit Mage Emblem hätte ein 3-6 Average. Das sieht actually solid aus. Ja, aber Soraka 3 muss dazukommen. Insofern trifft die mal erstmal. Ja, okay. Also, gefordert, das war wenig gemacht, was wir ausgegeben haben. Und wir haben ein Mana-Item noch gekriegt. Also der Spot sieht zunehmend besser aus für Elia. Ja, ich habe das Gefühl, ich bringe den Glück. Ne? Weil das war jetzt, die Spots eben sahen ja scheinbar in Early sehr gut aus. Jetzt war es im Early decent, aber jetzt muss man echt sagen, also die D-Taste, die funktioniert extrem gut bei ihm gerade. Ja, ist ein Experte, was das Thema angeht, auf jeden Fall. Oh, guck dir mal an, ey. Also die Soraka, ein Mana-Item und so fort, ist das ein Champion? Also sie ist auch Three-Star geworden, das soll beides helfen. Aber und sie hält natürlich die Frontline, gute Synergie insofern natürlich mit dem geupgradeten Galio auch. Korrekt, ja, sehr schön. Wollen wir bei Double mal vor... Ah, nee, warte, erstmal Augments, dann können wir uns eh ein bisschen umschauen gehen, würde ich sagen. Ja, gefällt mir gut. Ja. Ah, Blossoming Lotus ist eine Option auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch die beste bei Far hier. Sind wir sofort drin. Eines der besten Augments, gibt einfach Spellcrit. Jetzt hat man natürlich schon Spellcrit auf der Soraka, aber du kriegst halt eben auch Bonuscrit alle 3 Sekunden. Das heißt, Spellcrit ist jetzt hier nicht best in Slot bei Soraka, weil sie den Effekt anyway bekommen hätte. Aber es ist trotzdem ein sehr guter Spot. Schauen wir bei Double vorbei. Der hatte diesen insane Lilia-Spot. Muss aber sagen, hat sich jetzt nicht viel verändert an der Boardstärke. Nur am Level hat sich was getan. Der ist jetzt nämlich Level 7. Der hat aber auch bis auf 20 Gold runtergerollt für die Lilia. Also da hat er einfach viel Tempo liegen lassen. Ja, man kann natürlich auch Reroll da zusätzlich spielen, aber es gibt auf jeden Fall auch die Variante, dann einfach in 6 oder 8 Besten reinzugehen. Ich glaube, das wird er hier durchziehen. Einfach weil er nicht so viele Poppies, nicht so viele Zoes getroffen hat, dann bietet sich die Ari einfach nicht in gleicher Weise an. Ja, ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil Elia einen Rumble 2 abgelehnt hatte, glaube ich, im Shop. Oder zumindest seinen 5. Ich glaube, es war sogar sein 6. Das liegt aber daran, dass jedes Sword tatsächlich 8 Rumbles hat. Also das wird er einfach gescoutet haben, dass das kein Out für ihn sein kann. Und hier sehen wir tatsächlich die Double Shyvana uns gegenübertretend, aber auch schon Level 8, aber auch nur noch 20 Gold. Das ist ungewöhnlich, weil die Shapeshifter kommen. Die muss eigentlich Level 9 anspielen. Und ich würde sagen, der Spot von Darkest ist losing. Ja, ich glaube auch, der hat sich baiten lassen. Du hattest es ja erwähnt mit den Shyvanas und ich glaube, da hat er auf Level 6 noch einiges an Bord Gold reingesendet. Nischt getroffen, dann doch gelevelt. Und das hat dann in der Summe einfach nicht so gut funktioniert. Ja, er hat natürlich einen Varus 2 irgendwo her, aber jetzt ist Rageblade Varus auch nicht so scary. Oh, jetzt wird's... Ah, okay. Das war eine harte Entscheidung. Ja, vielleicht kriegt er aus dem Karussell einen Smolder, dann ist er natürlich direkt wieder fein. Hat er jetzt diesen guten Tiefschloss-Roll und hat seinen Shyvana-Fehler quasi wieder ausgebügelt, indem er die verkauft. Ja, wir treffen jetzt hier Volta. Das ist für uns ganz angenehm, weil ich kann dir sagen, es gibt 2 High-Roller in der Lobby leider. Und damit meine ich nicht den Clan-Namen. Der Kasadin Arkadi-Spieler hat Kasadin und Arkadis Restart und obendrauf Multi-Striker-Emblem als letztes Augment bekommen, was Best Out war für ihn. Ja, das ist natürlich wirklich sehr gut. Aber also du zählst Elia schon mit dazu zu den High-Rollern, oder? Ja, natürlich. Der ist ja auch im Clan. Das ist so. Und der Spot sieht wirklich auch hervorragend aus mit 71 HP und dem gewonnenen Fight. 50 Gold jetzt auf der hohen Kante, auch noch eine weitere oder 2 weitere Seraphins gefunden. Ich glaube, eine Top 2, Top 3 sehe ich hier schon. Ja, also es ist tatsächlich so, dass man leider sagen muss, dass Double einen extrem guten Spot hat, einfach weil Raid Boss Mittel dir einfach, wir können ja nochmal durchgehen, ne? Oben links unser Board, klar das Beste. Oben in der Mitte ein Fairy Board mit Fairy plus 1, das wird noch sehr stark. Da kam auch ein früher Melio, muss man leider sagen, auf Level 8. Und die Double Morgana
anders irgendwas passiert. Dann oben rechts sind wir jetzt bei Eldritch 7. Wir haben uns von der Syndra verabschiedet. Die hatte zu wenig Stacks, sondern spielen da jetzt Karma Carry. Das ist auch die Mainline aktuell. Rechts in der Mitte eben das freche Multistriker-Board. Der hat nämlich auch schon die Kalista ready. Das heißt, der kann hier sehr früh für Multistriker 7 gehen. Dann unten rechts die freche Lilia mit Raid Boss dazu. Das ist potent. Unten in der Mitte, Skoda haben wir heute schon öfter gesehen. Skoda 6 halte ich für sehr broken und schlecht designt, leider. weil ich glaube, offensive Trades sollten nie defensive Werte bekommen, wenn man sie vertical spielt. Also, dass Skoda die Units so sehr heilt. Ich gehe da ein bisschen anders ran und sage einfach, Scholars sind coole Champions und wenn die broken sind, finde ich gut, also gut designt. Das ist deine Meinung. Unten links, es ist das Losing Board. Der hat gerade seine übrigen Shyvanas verkauft, um doch noch Level 9 gehen zu können. Interessanter Call. Und wir gucken wieder bei Elia vorbei, weil das interessiert uns natürlich am meisten. Und der hat absolut keine Chance, call ich hier. Da bin ich mal gespannt. Also der Gaio tankt auf jeden Fall eine ganze Weile. Zumal ja die Soraka immer wieder heilt. Also offensichtlich kein schlechtes Matchup für die Mages. Ich gebe dir aber recht, ich hätte auch gedacht, dass das am Ende reicht für Stinky Abuser. Aber gut, das Gaio CC war mächtig. Das war der Faker, der da vorne eingewechselt wurde. Hey, but I don't get it. So, stilistisch sollte das schon countern, no? Also, aber Burst wiederum natürlich auch gut und Mage 7 ist halt Burst, ne? Das darf man wohl nicht vergessen. My bad. Falsche Prediction. Ja, ich glaube, Stinky ist einfach noch nicht fertig. Also, dass ihr dir jetzt hier gerade die Nami noch mit reinspielen konnte, war einfach ein dickes Upgrade. Und auf der anderen Seite Stinky, da fehlen einfach natürlich die wirklichen Upgrades dahinter noch. Aber ist das so? Also, ich meine, der hat... Hat der gerade 7 Multistriker drin? Ich dachte nicht. Also, der hatte zumindest die Runde davor schon eine Kalista auf der Bank. Ich würde fast davon ausgehen. Maybe. Aber vielleicht war er auch einfach noch nicht Level 7. Das würde Sinn ergeben, weil er hat 2 XP übrig. Ich muss sagen, ich habe mein Headset-Akku wechseln, also kann ich deine Widerworte nicht hören. so smart. Wir haben natürlich den Fall von Elia sehen, der auf die Fairies trifft. Und das ist eine Kalista 2 mit dem Rakan 1. Das ist die schwächere Kombo. Andersrum ist das viel gefährlicher. Also sieht weiterhin sehr gut aus für Elia. Und ja, ich wollte noch ein bisschen vervollständigen. Darkest hatte im Karussell sich gebalgt um den Smolder. Da hat Max van Kurz angedeutet, dass er den Smolder klauen würde. Der hat dann aber doch Darkest gekriegt. Und damit ist der natürlich ein bisschen gerettet, weil Level 9 erreichen und Smolder treffen wäre sehr schwer für den geworden. Aber hat, wie gesagt, den Smolder geschenkt bekommen. Hat damit immerhin jetzt schon mal 3 Drachen drin und natürlich den Blaster-Buff. Und kann jetzt dann in die nächste Stage reingehen mit dem Level-Up. Und dann hat Darkest tatsächlich hier hinten raus noch eine Win-Condition. Weil er hat ja durchaus auch Combat-Power mit drin, mit Unified Resistance und Combat-Bandages für die Shapeshifter. Da gibt es zwar bessere Sachen, aber ist natürlich ganz okay. Und wenn er hinten raus jetzt noch eine Briar treffen sollte, dann hat Darkest auf jeden Fall eine Comeback-Möglichkeit. Kann ich sehen, ja. Ich glaube, da ist wieder das Problem, dass einfach auf dem Niveau es immer irgendwann unfaire Boards gibt. So, und dann hast du ein Board, wo du denkst, ey, mein Board ist voll cool. Und dann kommt halt irgendwer und böllert dich um. Da bin ich gespannt. Uiuiui. Meinst du, er nimmt den? Für 4 Rerolls? Nee, nimmt er nicht. Oh, aber er trifft direkt Narsis und Nico. Das ist natürlich not bad, ne? Also da muss man sagen, hat Darkest jetzt ein bisschen getroffen, Briar noch nicht, aber das ist natürlich auf der einen Seite interessant. Elia allerdings jetzt Level 8 gepusht. Hat den Karma-Ad, aber hat 2 Legendaries im Shop. Was ist liebster Ad hier? Ich kenne die Line wirklich nicht so gut, leider. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, das hatten wir nicht mehr Seraphins? Ach, er hatte vielleicht nur 5, ne? Er hatte vielleicht keine auf dem Board vorhin, als ich guckte. Gut, ich meine, man will natürlich Nora treffen. Nora ist natürlich extrem gut, wenn die mit dazukommt. Chrono ist schon auf jeden Fall in Ordnung. Mhm. Es gibt theoretisch die Option, Tahm Kench zu spielen natürlich, weil der mit dem Mage-Head sehr gut ist. Ja, okay. Gegen das Scholarboard jetzt zu gewinnen, ist sehr, sehr wertvoll, weil eigentlich hat Kobostör auf jeden Fall hier eine Chance auf Win-Out, weil diese Scholarboards sehr stark sind hinten raus. Und der hat 6 Scholar, also eigentlich ist das kaum zu schlagen jetzt nur noch. Ganz wichtig für Elia, insbesondere weil natürlich Kobostör jetzt mit 13 AP am Rande des Grabes steht. Darkest mit 2 übrigens auch, also Briar füttern wird nichts mehr. Da müssen wir aber wirklich auch bei Yelusor mal vorbeigehen, weil das Board, das ist noch nicht mal fertig. Aber da ist trotzdem schon alles 3-Star. Boah, ja, das sieht auch wirklich crazy gut aus. What the hell? Ist natürlich bitter für ihn, dass er auf der Jinx keine... Wie hat er das hingekriegt? Also eigentlich sah das wirklich nicht so gut aus. Mit Epoch hast du nicht so viele Rerolls.
Es ist aber natürlich Gold-Subscription, ne? Also alle haben in der Lobby extrem viel Gold. Korrekt, ja. Das ging mir ein bisschen unter, aber das erklärt auch die Wortstärke. Na gut, schauen wir bei Dark Steinfight zu, würde ich sagen. Weil ich glaube, das könnte sein letzter sein. Ja, ist gegen Max Hunnam im direkten Duell. Ist ein ganz schwieriges Matchup, weil der Smolder gewinnt halt, wenn man den Smolder auf 2 kriegt und Briar trifft. Aber vorher ist es so, dass man komplett abplatzt an dem Rakan. Der ist quasi unsterblich gegen die Shapeshifter. Und dann hat die Kalista üblicherweise genug Zeit. Max Fun, muss man aber auch sagen, hat natürlich Kalista 2 und Rakan 2 getroffen. Und ja, folgerichtig geht da gar nichts für Darkest. Sag mal, Max Fun hat auch noch Xera 2 und Milio 2 getroffen und Morgana 2. Was? Ja, das finde ich sehr spannend. Ich habe die ersten Tage mit Memo gecastet und der hat viel darüber gesprochen, dass er es nicht mag in so Gold-Regionen. Also wir haben jetzt ja hier, wie gesagt, mit Gold-Subscription extrem viel Geld für alle. Wenn dann noch Eco-Augments angeklickt werden. Und Max Fun hat halt mit Double Down und 10er Loose Streak natürlich maximal Gold mitgenommen. Und das ist sehr risky, weil man natürlich mit sehr wenig Lebenspunkten dann am Ende ankommt und alle haben eben viel Geld. Aber genau wie du sagst, ne, wenn man am Ende dann dafür auch alle Legendaries auf 2 trifft, dann kann man das auf jeden Fall ganz gut ausgleichen. Okay, aber entweder war es ein Visual Bug oder ein Charm, der sich mir gerade nicht ganz erschließt. Es war der Xera-Charm und deswegen sind die alle Two-Star geworden. Also Camille, Morgana und Medio sind One-Star, das ist die beruhigende Neuigkeit. Elia hat natürlich prompt einen Fight verloren, wo wir nicht hingeschaut haben, also müssen wir das jetzt besser machen, schauen rüber und sehen in dem Fight gegen Yedusor. Das ist bitter, weil wir haben in den Charm investiert, aber kriegen den Ghost-Fight. Der hilft uns natürlich trotzdem, es ist trotzdem ein hartes Matchup, weil da hätten wir natürlich gerne auch Damage in den Gegner reingedrückt, wenn wir das hier gewinnen. Ja, ist übrigens natürlich schlecht, dass der Xeraf da rausgekauft ist, weil nach dem Tarm Kench wäre unser nächster Head dann eigentlich auch noch Xeraf. In dieser Mage-Komposition, weil wie gesagt, Arcana kannst du da noch mit reinpacken. Boah, und die Soraka schafft das nicht ganz, also Investment war auf jeden Fall richtig. Aber ja, das meinte ich mit den Mages, ne? Die sind halt im Early-Game relativ verlässlich stark, aber hinten raus muss dann ganz schön was zusammenkommen, damit es klappt. Zum Beispiel so ein Mage-Head ist auf jeden Fall auch keine schlechte Option. Ja, da gibt es natürlich die Chance, die Seraphin zu droppen. Jetzt denkt man natürlich sofort an Mage 10, ne? Und denkt sich so, oh mein Gott, aber also erstmal braucht man 3 und zweitens brauchst du Level 10. Also das wird kein Thema werden, aber hier nochmal die Seraphine zu droppen und dafür den Tam Ken spielen zu können, das macht schon sehr attraktiv. Da kann man sogar noch ein bisschen mehr experimentieren, ob man hier dann noch boardmäßig ein bisschen was ändert. Zum Beispiel Morgana mitnehmen und dann auf Bart Morgana wechseln, statt auf Rumble, weil man ja den Rumble durch Tam ersetzt. So. Also, und dann so ein bisschen mehr in die Pisser gehen. Auch unsicher, welches wann besser ist. Also Sugarcraft rauszunehmen für die Soraka ist halt blöd, aber Tarmcatch 2 ist halt sehr gut mit dem Magehead, weil einfach dieser Stun so mächtig ist. Und ich glaube, über Arcana wird es dann irgendwann relevant. Aber ich denke, erstmal hält er hier sein Geld zusammen und wird erstmal Level 9 gehen, Elia. Wahrscheinlich noch genug Zeit. Und ich glaube, dann erschließt sich es von selber. Ne? Dann spielen wir Tarm für Rumble und Bart einfach als Add. Dann sind wir auf 3 Preserver, haben trotzdem noch Sugarcraft. Und auch die Mage Morgana wird, denke ich, nicht bad sein. Was sie aber auch sagen, halt ist mir noch nicht untergekommen. Also. Mage Xeraf ist halt auch noch ganz gut. Insofern wäre der dann wahrscheinlich auch eine gute Option. Ah, ja, doch. Jetzt weiß ich auch, was du meintest. Sorry. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Aber das ist natürlich auch wahr. Hoffen natürlich immer, dass die Morgana auch was killt mit der Ultimate, weil dann kriegen wir noch extra Gold. Aber generell war hier das Killen ein Problem auf jeden Fall. Also Matchup-mäßig ist das nicht optimal. Er hat einfach nicht den Burst, er hat halt nicht die Late-Game-Carries und insofern geht die Lilia einfach nicht down. Es sind aber schon 3 Leute raus und das ist dankbar natürlich aus deutscher Sicht, dass Max Fun wieder nur einen 7. mitnimmt und damit tatsächlich Elia jetzt seinen Vorsprung auf Max Fun ausbaut, sodass er sich momentan zu den Worlds qualifizieren würde und auch Stinky Abuser ist ja direkte Konkurrenz. Ja, Gobistor ist jetzt eben auf diesem Scholarboard, was du ja schon angesprochen hattest, hat aber einen ganz, ganz kritischen Breakpoint erreicht, nämlich die Diana Two-Star. Also das ist echt nochmal ein Upgrade, das kann man gar nicht hoch genug raten, weil sie bekommt die ganze Zeit Mana, sie ist ja nicht mehr Mana-locked, ist aber ein Ghostfight, also schauen wir lieber bei Elia zu, weil der hat es mit Yedusor zu tun und das ist der King der Lobby leider. Ja, die ganzen zusätzlichen Bells sind natürlich auch nochmal zusätzlich schwierig für das Board, was einfach zu wenig Schaden macht momentan. Also ich fürchte, die Soraka wird da einfach nicht durchkommen. Natürlich auf der anderen Seite der Kog'Maw eh ganz gut unterwegs, aber diesmal auch die Jinx mit einem guten Roll. Immerhin 2 Booster mit drin, mit dem Last Whisper eine Menge zusätzlicher Schaden. Also ja, reicht einfach nicht genug Schaden für Elia, aber 4er Lustig ist für den sogar okay, weil der möchte investieren nochmal in das Upgrade auf Level 9. Oh, und jetzt wird's hier ganz, ganz spannend, weil wir das Duell von Lilia gegen Briar Two-Star haben. Und das ist auch eins gegen das Ausscheiden und natürlich gewinnt Lilia.
kickt damit Volta raus. Das heißt, Gobistur und Volta beide in dieser Runde raus. Elias safe in der Top 3. Und Volta mit minus 10 auch noch auf dem 5. Das ist sehr undankbar aus dem Spot heraus. Läuft direkt besser mit dir, Johnny. Schön. Ja, das ist die Aura. Ich dachte mir schon, dass Prodigy als Coach gebraucht wird und insofern nicht so Zeit hat, eigentlich zu casten. Ah, oh, das hast du schön gedreht. Das ist sehr gut, ja. Okay. Ja, tatsächlich hat er da ganz viel mit Elias kommuniziert, einfach weil, wie gesagt, Elias einfach nervös ist und also, ich glaube, da ein bisschen moralischer Support bringt da tatsächlich was. Ja, das Internet hilft an der Stelle dann natürlich auch nicht, dass er da immer mal wieder Lecks hat. Mhm. Ich hatte schon überlegt, ob ich einfach sage, zur WM stelle ich einen Starlink hin, aber ich gehe davon aus, dass die europäischen Vertreter wahrscheinlich wieder irgendwo gemeinsam spielen werden. Das ist zumindest natürlich die Hoffnung. Wenn nicht, schreib mir dir. So, das war nochmal eine Menge Gold, was gerade über das Goldding kam. Da ist auch unsere Nora. Haben wir ein bisschen Zeitdruck jetzt? Da müssen wir uns recht flott entscheiden. Unstable Treasure Chest hier gar nicht so bad, aber es wird der Needlessly. Terry. Ja, Needlessly. Ja. Last Jam ist natürlich insofern gut, als dass der Galio weiterhin relativ unsterblich ist und wie du gesagt hast, natürlich mit zusätzlichen Preservern immer noch besser wird. Ja, ist trotzdem echt nicht viel zusammengekommen, muss man leider sagen, für das Gold, was wir da gerade investiert haben. Muss jetzt hier natürlich Chalice werden. Chalice Nami interessanterweise. Ich dachte, dass man hier eher die Nora nimmt, weil Nami ja One-Star ist, aber der zusätzliche CC soll es richten. Das macht's, ja, weil ehrlicherweise die Diana, die ist unkillable hier für uns, befürchte ich. Ja, Diana hat sein dickes Late-Game-Upgrade getroffen, aber natürlich jetzt der Gem getriggert, die Soraka mit extra Damage über die Ascension. Und es sieht trotzdem schlecht aus. Also ich meine, die Diana nimmt da zwar noch mit, aber die Lilia, die hat am Ende das Ganze safe unter Kontrolle. Boah. Ich glaube aber, die anderen Matchups, oder das andere Matchup könnte besser aussehen. Jedes Tor sollte so langsam am Ende der Fahnenstange hier angekommen sein mit seinem Hunter-Setup. Da haben wir ja nicht mal den Tarn. Wir sind so late da drauf, das ist wirklich frustrierend. Okay, ich nehme das zurück. Der hat nochmal Items umgebaut, jedes Tor. Und hat jetzt auch eine krasse Jinx. Vor der habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Respekt noch. Ja. Das ist natürlich... Oh, hat der Major Wish into 500 Health? Ja, schade. Naja, Elia, alles gegeben. das ist nicht winnable. Das ist ja aber auch einfach frustrierend. Wir haben jetzt hier Porte 3 reingespielt über den Taric. Jeder Frontline-Unit hilft uns. Ja, und jetzt natürlich bitter. Also jedes Tor hat 500 extra Health auf jeder Unit. Das ist Major Wish, da kriegst du irgendwas Zufälliges und das war auf einer Vierer Vanguard-Line einfach extrem krass, weil Vanguard ja auch noch mit extra HP-Scaled. Stehen aber extrem gut, muss man sagen, ne? Also die Nami-Ult trifft exakt die Backline. Der Tarmcatcher hat auch gar nichts gemacht. Insofern hat die Soraka sogar eine Chance. Der Blitzcrank wird rausgenommen, allerdings ist jetzt die Jinx drauf und der eine Cast geht noch durch. Das könnte vielleicht sogar reichen, die Nami castet nochmal, die Jinx geht down, die Nami im Duell mit Kog'Maw, das gewinnt sie tatsächlich. Das ist ja krass. Hast du den Fight jetzt retroperspektivisch gecastet? Kann ich dir mal einen Shoutout geben dafür, wie krass das ist? Nee, ich glaube tatsächlich, du hast aufgeholt. Das war ganz merkwürdig. Ich war vielleicht ein bisschen verzögert, aber also ich glaube eigentlich, du hast aufgeholt in der Hauptsache. Okay, okay. Das ist ja wirklich crazy. Hättest du jetzt auch nicht sagen müssen, ne? Ich dachte, du hast einfach quasi einen Teamfight dir gemerkt, wie er verläuft und den 10 Sekunden zeitversetzt geshotcallt. Also... Und dabei Respekt. Noch Überraschung simuliert. Ja, also wirklich, also ich war deeply impressed. Ja, holy shit, der ist wirklich krass. Alright, gucken wir auf den Fight. Die Bastions kommen nochmal vorbei. Allerdings ist das ein Ghost-Fight, also vielleicht ist das winnable. Elia hat diesmal Mystic Spirit dabei. Das ist auch nicht schlecht gegen Milio, Lilia und Seraph und auch gegen die Diana natürlich. Ja, wir haben auch gut aufgestellt, ne? Also wieder, muss ich sagen. Gefällt mir das Positioning eigentlich sehr gut, sehr breit auf der einen Seite. Aber Galio dann trotzdem vor der Lilia, das ist der Einzige, der mehr als eine Ult aushalten kann. Und da ist tatsächlich die Lilia down. Das heißt, der Galio castet jetzt in die Backline rein. Jetzt geht es nur noch im Duell gegen Diana. Und da ist man jetzt wieder in diesem weiten Spiel. Oh, dass die Soraka executed wird, ist frech. Also Milio ist manchmal im Late-Game wirklich auch ein ernstzunehmender Carry, aber das war wirklich eine Frechheit, dass der da so im Vorbeigehen nochmal kurz die Soraka mitgenommen hat. Aber mit welcher Berechtigung denn eigentlich? Also das ist ja... Das war ja fies. Das war so knapp. Ja, und damit wieder jedes Tor vorne mit dabei, im Duell mit Double. Sah jetzt so aus, als würde er das verlieren, das Matchup. Tatsächlich finde ich es ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil Double hat ja im Prinzip Late-Game-mäßig auch immer noch nur die Lilia und die Diana gehabt. Aber gut, jetzt kommt der Xerath dazu. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich langsam zu viel. Mhm.
Xera 2. Also generell muss man sagen, also Lilia hier anzuklicken, hat mich ein bisschen überrascht gehabt. Mhm. Aber hat er echt sehr sauber verwertet. Ja, also tendenziell ist halt Lilia deswegen wieder sehr gut, weil man halt daraus Ahri spielen kann. Mhm. Aber die Art und Weise, wie er das durchgezogen hat, ist jetzt wirklich schon sehr, sehr gut. Also hat natürlich Raidboss dann auch direkt als nächstes getroffen. Das hilft ja natürlich dann zur Überbrückung. Absolut, ja. Aber ich glaube sogar, High Horsepower hat sogar sehr gute Stats. Aber wie gesagt, das sieht normalerweise an Ahri Rirol. Das ist jetzt schon schön gekocht. Und hier gutes Positioning, die Diana direkt drin in der Backline. Da überlebt die Jinx vielleicht gerade nochmal, aber der Fight ist hoffnungslos verloren. Jedes Tor nimmt den zweiten Platz mit und Double, der ewige, man muss es leider wirklich einfach sagen, Dominator der europäischen Szene. Ja, also er führt die ohnehin schon spitze Speerspitze aus Frankreich dann doch immer wieder an und macht das auf extrem gute Art und Weise. Trotzdem aus europäischer Sicht das beste Ergebnis am heutigen Tage. Und ein muss man ja einfach sagen, sehr, sehr schönes Ergebnis, dass wir hier von ihm einen dritten Platz sehen. Damit kann er sich in der Tabelle auf 12 Punkte verbessern. Er hat jetzt quasi in dieser Runde so viele Punkte gesammelt wie in den zwei davor. Und auch wenn die Punkte hier noch nicht sortiert sind, sehen wir, dass er mit 12 jetzt im Verfolgerfeld angekommen ist. Während Double mit diesen 18 sich auf 18 Punkte vorschießt. Dahinter dann Judison und Gibbestur mit 17. Sticky Abuser mit 14 genauso wie Darkest dann mit 13 und Volta und Delia dann eben mit 12. Der Einzige, der echt weit abgeschlagen ist, ist Max Van. Das tut uns natürlich leid für ihn, aber wenn Delia 4 Punkte vor ihm ist, qualifiziert er sich für die WM. Und das wäre wichtig für uns, weil nach jetzigem Stand sind unsere Dauerteilnehmer, nämlich Bridgehanger und Solo, leider beide nicht dabei. So ist es. Ja, das war Game 3. Wenn ihr die anderen Games schauen wollt, dann schaut doch mal bei Nomi vorbei, weil es gibt sowas, das nennt sich Twitch-VODs. Das ist ein ganz neues Feature. Damit könnt ihr quasi alten Runden weiterschauen. Game 4, 5 und 6 folgen. Und Game 4 heute Abend auf dem Drittkanal und dann dementsprechend die Runde danach auf dem Zweitkanal und die Runde danach auf dem Drittkanal, damit das in zwei Tagen durch ist. Peace.